Ja, unsere Impfaktion ist jetzt zu Ende. Also wir haben jetzt knapp 19 Uhr, ca. 18 und 20 waren die letzten Patienten aus der Praxis. Wir sind geschafft, aber auch sehr froh über das Erreichte. Wir haben jetzt 181 Impfungen vorgenommen: Erste Impfung, Zweite Impfung, Boosterimpfung, davon 16 Erstimpfungen, was uns sehr freut, also 10% Patienten mit der ersten Impfung. Von daher gehe ich davon aus, dass das wirklich als großer Erfolg zu werten ist, diese Impfaktion. Das Ganze lief sehr gesittet, relativ ruhig ab, ruhiger als erwartet. Wir hatten ein bisschen Sorge vom großen Ansturm. Der blieb Gott sei Dank nicht aus, aber es war alles sehr geordnet und es gab keine Tumulte, keine Schreierei. Die Patienten waren sehr zurückhaltend, haben es akzeptiert, dass sie auch ein bisschen warten mussten. Wir haben BioNTech und Moderna geimpft. Initial hatten wir eigentlich ja nur mit BioNTech geplant oder gerechnet, weil wir dachten, es gibt genug BioNTech. Wir konnten kurzfristig dann gestern und vorgestern von der Apotheke noch Moderna-Dosen bekommen, sodass wir auch den heute verimpfen konnten und, ich sag mal, ein bisschen Anführungsstrichen BioNTech sparen konnten für die jüngeren Leute in den nächsten Tagen, die kommen, weil die Lieferungen nächste Woche deutlich reduziert werden. Und das wurde sehr gut angenommen. Also die meisten Patienten haben sich gerne mit Moderna impfen lassen, hatten nicht das Gefühl, das ist ein Impfstoff zweiter Wahl und waren da sehr, sehr dankbar, auch mit Moderna geimpft werden können. Das widersprach so ein bisschen unseren Erwartungen. Wir hatten etwas Sorge, dass viele Leute sehr auf BioNTech fixiert sind. Das scheint nicht so zu sein und das freut uns, dass die Aufklärung hier im Netz, aber auch von Seiten der Bundesregierung anscheinend tatsächlich angekommen ist. Du sagst Impfstoff zweiter Wahl, das ist es aber nicht. Nein, absolut nicht. Das ist ein baugleicher, produktgleicher Impfstoff wie BioNTech. Das ist so ein bisschen, sag ich mal, wenn man sich vorstellt, ob das jetzt Ibuprofen von Ratio Pharma oder von 1A Pharma ist. Also es ist wirklich identisch. Die Konzentration ist ein bisschen anders, deswegen spritzt man dann ein bisschen weniger bei der Boosterung von Moderna, aber ansonsten ist der Impfstoff wirklich völlig identisch, das gleiche Prinzip, der gleiche Wirkstoff, also es gibt da eigentlich keine Unterschiede. Und man würde es nicht merken, wenn ich wüsste, dass was anderes draufsteht. Also ja, es ist wirklich gleich. Blick in den Terminkalender, die nächsten Tage, Wochen. Wie sieht es da aus mit Impfterminen? Auch für die, die vielleicht noch keinen haben. Ja, also die regulären Impftermine, die wir anbieten, online und in der Praxis, sind bis Ende Januar komplett ausgebucht. Wir haben gesagt, dass wir alle Erstimpfungen, also jemand, der zuerst in die Praxis kommt, der wird geimpft an dem Tag. Das haben wir uns vorgenommen und das kriegen wir auch hin. Das ist uns ganz wichtig. Boosterimpfungen versuchen natürlich so ein bisschen wirklich zu schieben, dass wir sagen, die jungen Leute, die jetzt gesund sind, die können auch wirklich ein halbes Jahr warten. Ältere Vorerkrankte, die jetzt 5 Monate, 5,5 Monate rum haben, die versuchen wir auch wirklich noch zeitnah jetzt dazwischen zu boostern, nicht dazwischen zu bekommen. Möglicherweise nochmal eine Aktion zu starten, mit oder ohne Termin. Aber ich glaube, wenn ich weiß nicht genau, wie die anderen Praxen geimpft haben, wir heute wahrscheinlich 1000 Patienten geimpft, in Praxen gehe ich von aus. Das ist schon ein ganzer Batzen. Zusätzlich zum Tagesgeschäft, was ja auch weiterläuft, habe ich das Gefühl, dass wir, ich denke, bis Weihnachten mit der Booster-Kampagne, mit denen, die wollen, auch wirklich durch sind und den Rest ganz entspannt im laufenden Geschäft Anfang des Jahres weitermachen können.